Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier bei In Medias Res. Das ist die Sendung auf Dresden 1 TV, bei der ich Dresdner Themen auf den Grund gehen will. Und das Dresdner Thema der letzten Wochen und Monate hatte 6 Buchstaben. Es hieß Pegida. Es waren Menschen auf die Straße gegangen, die ihren Unmut über den Umgang mit Asylbewerbern, ihre Ängste vor dem Islam oder der Islamisierung oder ihre allgemeine Politikverdrossenheit zum Ausdruck bringen wollten. Für die einen waren es Rechtsextremisten, Neonazis oder doch zumindest die Ewiggestrigen. Für die anderen waren es besorgte Bürger, die einfach nur ihre Sorgen zum Ausdruck bringen wollten und deshalb auf die Straße gegangen sind. Von beidem gab es etwas. Der Streit ging im Wesentlichen darum, wie viel von dem einen und von dem anderen es gab. Wir sind heute hier in der Landeszentrale für politische Bildung, in der Bibliothek der Landeszentrale. Und wir werden mit einer Person sprechen, die bei dem Thema Pegida eine nicht unwesentliche Rolle gespielt hat, nämlich dem Direktor der Landeszentrale, Frank Richter. Herzlich willkommen. Danke, dass Sie sich trotz dieser doch heißen Zeiten für Sie die Zeit genommen haben, mit uns über dieses Thema zu sprechen. Bevor wir über Pegida sprechen, vielleicht ein paar Informationen zu Ihrer Person und zu dem Haus. Sie haben eine ganz interessante Vita. Sie waren einer der Revolutionäre, der Aktivisten damals 1989 im Herbst, gehörten zur Gruppe der 20. Sie waren damals Priester, sind dann aus dem Priesteramt ausgetreten, um zu heiraten, wurden dann Lehrer und schließlich dann 2009 der Direktor der Landeszentrale für politische Bildung. Das ist ja nicht so eine ganz lineare Entwicklung. Wie kam es dazu? Ja, meine Entwicklung jetzt nachzuvollziehen, das würde den Zeitrahmen sprengen und das ist auch gar nicht so entscheidend. Was mir wichtig war, wohl immer im Leben Brücken zu bauen, Verständnis zu entwickeln für andere. Und das ist eine große Bereicherung und das habe ich in meinem Leben oft erlebt. Und jetzt kann ich dazu beitragen, auch wieder Brücken zu bauen. Ich glaube, das ist dringend nötig in dieser Gesellschaft. Also diese Brücken, die Sie dann auch geschlagen haben in Ihrem eigenen Leben, die helfen dann auch in dem jetzigen Amt. Landeszentrale für politische Bildung hat ja einen überparteilichen Auftrag für politische Bildung zu sorgen. Ich habe mal auf der Website nachgesehen, Sie erreichen so ungefähr 20.000 Menschen mit Ihren Seminaren. Das sind ungefähr 0,5% der sächsischen Bevölkerung. Ist das nicht eine Mission Impossible, eine unmögliche Aufgabe, politische Bildung zu machen, auch mit dem Etat, der Ihnen zur Verfügung steht? Ja, das ist schon eine Herausforderung, wie man heute zu sagen pflegt. Aber wir haben 3 Standbeine. Das eine sind die Veranstaltungen. Da haben wir tatsächlich pro Jahr ungefähr 18.000, 19.000 Besucher. Das ist nicht schlecht im Durchschnitt. Wir haben darüber hinaus das Publikationsangebot, das Sie hier im Hintergrund ja auch sehen können. Wir erreichen viele Menschen durch die Bücher, die wir ja weithin kostenfrei auch abgeben können. Und wir haben eine Online-Arbeit, die in den letzten Monaten gut qualifiziert worden ist. Das heißt, wir versuchen schon das, was in unseren Kräften steht, um die Bevölkerung mit politischer Bildung zu erreichen. Was bedeutet das überparteilich? Ich meine, jeder hat eine gewisse Vorstellung davon, wie schwierig ist das dann auch umzusetzen, überparteilich zu sein? Man ist ja in einem politischen Umfeld, wenn man politische Bildung macht? Ja, also wenn man Kurs hält und wenn man sich parteipolitischen Einflussnahmen widersetzt, dann ist das gar nicht so schwierig. Nicht? Es gibt Themen, die wirklich alle betreffen. Und das Entscheidende ist das Kontroversitätsprinzip. Das heißt, das, was in der Öffentlichkeit kontrovers diskutiert wird, das soll auch in der politischen Bildung kontrovers diskutiert werden. Kontroverse gefällt nicht allen. Manche wollen uns in die eine oder andere Richtung ziehen. Das kann ich gut verstehen, aber da dürfen wir nicht nachgeben. Ich habe Pegida anfangs erwähnt, das Hauptthema, über das wir heute sprechen wollen. Kann man sagen, das war so ein gefundenes Fressen eigentlich für die Landeszentrale, um eine Breitenwirkung mal zu erzielen. Nicht, dass das von Ihnen instrumentalisiert wurde, aber dass es doch vielleicht auch ein gar nicht so unwillkommener Anlass war, mal zu zeigen, dass es die Landeszentrale gibt und was sie eigentlich auch leisten kann über Seminare hinaus. Also eine Delikatesse ist etwas anderes. Nicht gefundenes Fressen, weiß ich nicht. Wenn eine Gesellschaft, und das war in Dresden so, das war in Sachsen so, sich derartig politisiert, und zwar nicht nur die Dresdner Gesellschaft, sondern die sächsische, dann haben wir im Haus gesagt, kann die sächsische Landeszentrale nicht einfach im Elfenbeinturm verharren und so tun, als ginge sie das nichts an. Wir haben also zu Beginn mal versucht, das Thema Abendland zu thematisieren. Das war schon hochinteressant. Es kamen Pegida-Sympathisanten.
Es kamen auch die No-Pegida-Sympathisanten zu uns. Das heißt also, Pegida ist das eine, die Anti- oder No-Pegida ist das andere. Wir sollten beides sehen. Und dann haben wir einfach festgestellt, wir haben hier einen Auftrag, Dialoggespräch zu organisieren. Denn wenn so viele Menschen, am Ende waren es 25.000, die, glaube ich, unterwegs waren, sich der Gesellschaft verweigern und den Diskurs abbrechen und sagen, wir reden nicht mehr mit euch Politikern oder mit euch Medienleuten, dann ist das ein Problem für die ganze Gesellschaft. Da können wir nicht beiseite stehen. Also Sie haben so ein wenig das Heft in die Hand genommen, was die öffentliche Kommunikation angeht. Mussten Sie da jemanden fragen? Das zielt jetzt noch ein wenig auf die Rolle einer Landeszentrale ab. Oder waren Sie da frei in der Entscheidung zu sagen, wir kümmern uns jetzt um den Fall, wir organisieren Veranstaltungen? Also ich muss da zunächst niemanden fragen. Wenn ich klug bin, und das habe ich in dem Falle getan, frage ich andere Verantwortliche. Und das Ganze ist auch einvernehmlich mit dem Kuratorium der Landeszentrale geschehen. Das ist für mich so quasi der Aufsichtsrat. Nicht? Und viele in der Stadt, viele im Land haben gesagt, wir müssen das Dialogangebot aussenden, um Radikalisierungen in dieser Pegida-Bewegung zu vermeiden. Und das ist ja dann in den letzten Monaten auch tendenziell gelungen. War eine Motivation Ihrerseits ein wenig auch, dass Sie das Gefühl hatten, man springt mit Pegida nicht richtig um, die werden irgendwie unfair behandelt? Also Stichwort Lügenpresse kam ja auch sehr schnell. Also die Medien haben das nicht so dargestellt, wie es ist. Sie haben die in eine rechte Ecke gestellt, die Bevölkerung, die da auf die Straße gegangen ist. Also hatten Sie das Gefühl, man muss denen auch etwas helfen? Am meisten habe ich mich über mich selbst geärgert, weil ich Mitte November, ich habe das gelegentlich schon gesagt, in die Phänomenologiefalle getappt bin. Das Ganze schien mir wie eine rechtsextremistische Demonstration, die wir aus Dresden ja leidlich gut kennen. Ja, das war offenbar ein Trugschluss. Ich habe mich getäuscht. Viele NPD-Größen sind mitgegangen. Es gab auch Hetzreden, natürlich, bis zu Ende. Aber in Gänze war das kein neonazistischer Aufmarsch und auch nicht tendenziell alles Rechtsextremisten unterwegs. Und da ging es Ihnen also gar nicht anders als vielen Journalisten, die ja wahrscheinlich auch in diese... Ich glaube, es ging vielen im Lande so, nicht? Die nach einem Muster suchten, das zu verstehen. Und das Muster im Kopf, das ist tief eingeprägt, gerade in Dresden. Und wir sind unserem eigenen Muster auf den Leim gegangen. Und dann nachzuarbeiten war gar nicht so einfach. Und ich habe gesagt, gut, dann versuchen wir jetzt Dialogveranstaltungen zu organisieren, um herauszubekommen, vielleicht auch den Menschen selbst zu helfen, herauszubekommen, was sie denn meinen. Und das Ganze blieb ja bis zum Ende und auch bis heute noch relativ diffus. Wir müssen es politisch strukturieren und den Dialog organisieren. Dialogforum, das war die erste Veranstaltung, die Sie gemacht haben, am 6. Januar. Die ist ja nochmal in etwas anderer Form wiederholt worden. Wie schätzen Sie jetzt im Nachhinein den Erfolg ein? Also erreicht man da auch eine Breitenwirkung oder geht es dann nur um die vielleicht 200, 300 Leute, die in so einer Veranstaltung drin sind? Wie schätzen Sie den Erfolg ein? Naja, die 200 Leute, die gekommen waren, vielleicht waren es auch nur 150, die haben aber alle 4 oder 5 Bekannte, denen sie davon berichten. Nicht? Und die Medien haben sehr viel Interesse gehabt. Das heißt, es hat schon eine Wirkung erzielt. Wirkung in dem Sinne, dass eine Sprach- und Gesprächsblockade zunächst aufgelöst wurde. Dialog oder Diskurs ist nur sehr oberflächlich zustande gekommen, aber das Mitteilungsbedürfnis der Menschen trat zutage. Das Diskussionsbedürfnis trat zutage. Wir wissen, dass im informellen Bereich, also im Vorfeld, in der Pause, im Nachgang solcher Veranstaltungen sehr viel passiert. Das heißt, ich will die eigene Veranstaltung da nicht überbewerten und nicht überschätzen, aber ich glaube, sie hat dazu beigetragen, etwas mehr Offenheit ins Geschehen zu bringen. Es gab ja dann im Januar die Pressekonferenz, eine Veranstaltung, für die Sie ja auch sehr viel Kritik einstecken mussten. Pressekonferenz heißt, Sie haben Herrn Bachmann und Frau Oertel die Möglichkeit gegeben, in den Räumen der Landeszentrale zu den Medien zu sprechen, das erste Mal. Diese Kritik, nehmen Sie die an bis zu einem gewissen Grade oder sagen Sie, die ist völlig unberechtigt? Also die Kritik daran, dass das in der überparteilichen Landeszentrale ja stattgefunden hat. Also es war keine Veranstaltung der Landeszentrale, es war eine Veranstaltung in der Landeszentrale. Und dass ich die Türen dafür geöffnet habe, hatte einen Grund, der nur selten gewürdigt wurde, nämlich die Gefahrensituation, die wir am 18. und dann auch am 19. Januar dieses Jahres hatten.
Und Frau Oertel hat mich darum gebeten, der Sicherheitsbeauftragte des Landtages hat es bestätigt, wir müssen die Anhängerschaft von Pegida erreichen, um dazu aufzurufen, bleibt bitte zu Hause und vermeidet Gewalt. Ich habe hin und her überlegt, wir haben die andere Verantwortlichkeiten, andere Verantwortliche mit einbezogen, wir haben andere Räume gesucht. Am Ende habe ich entschieden und gesagt, jetzt öffne ich in dem Falle. Das ist eine Ausnahmesituation, die auch nicht wiederkommen soll. Einmal die Türen der Landeszentrale. Damit wurde erstens die Anhängerschaft erreicht. Der reine Wortlaut dessen, was gesagt worden ist, den bitte ich doch zur Kenntnis zu nehmen. Frau Oertel hat tatsächlich, auch Herr Bachmann, haben tatsächlich zur Gewaltfreiheit aufgerufen. Nicht? Und die Sprachblockade war gelöst, die Brücke zur Presse wurde geschlagen. Das heißt, das, was viele Monate, Wochen vorher beklagt wurde, das nahm da ein Ende. Also es war eine schwierige Entscheidung. Ich kann die Kritiker verstehen. Diejenigen, die mich nicht mal nachgefragt haben, welche Gründe ich für die Entscheidung hatte, naja, die verstehe ich nicht so gut. Also das hätte man schon tun können. Eine schwierige Entscheidung, zu der ich aber auch im Nachhinein stehe. Es gab ja auch noch Erschwernis dadurch, dass die Vorwürfe gegen Herrn Bachmann erst nach der Veranstaltung dann öffentlich geworden sind mit seiner Facebook-Seite und so weiter. Etwas, wofür die Landeszentrale nun partout nichts konnte. Aber man konnte schon den Eindruck bekommen, dass ab dem Zeitpunkt ein wenig der Druck aus dem Topf heraus ist und man etwas offener reden konnte. Hatten Sie auch den Eindruck? Wissen Sie, das Ganze hatte ja auch eine etwas entmystifizierende Wirkung und eine demaskierende Wirkung. Das heißt, wenn man den Wortlaut der Personen, Frau Oertel, Herrn Bachmann, dann vernommen hat, wenn man festgestellt hat, wie wenig Substanz und wie viel Marketing da unterwegs ist, konnte man ja auch ein bisschen besser verstehen und das Ganze ein bisschen besser einordnen. Das war nicht eigentlich mein Ziel, das war aber eine Wirkung dessen, was da hier im Haus stattgefunden hat. Ein Thema, das hier gerade in Dresden immer diskutiert wird, und wir sind ja ein Dresdner Sender. Warum Dresden oder schon wieder Dresden? Ist es für Sie mehr oder weniger Zufall, dass Pegida hier in Dresden entstanden ist? Oder hätte das auch in Leipzig oder in Chemnitz oder in Münster sein können? Oder gibt es Gründe dafür, dass es Dresden war? Da ist viel Spekulation unterwegs. Ja, wir spekulieren jetzt mal. Ja, wir spekulieren mal. Also einige Antworten sind ja nun mittlerweile schon gegeben worden. Dresden ist eine Stadt, die ist politisch konservativ seit vielen Jahren und Jahrhunderten. Pegida hat viele konservative Forderungen. Das heißt, man kann sich ausrechnen, dass die Bürgerschaft Dresdens nicht so hart im Widerstand ist gegen eine solche Bewegung, wie beispielsweise das in Leipzig der Fall ist. Zum Zweiten, Dresden hat ein Umland, das gern in die Stadt fährt und hier ist man das Demonstrationen gewöhnt. Viele Menschen bei Pegida kommen nicht aus der Stadt, sondern kommen aus dem Umland. Das Umland fühlt sich tendenziell abgehängt von der Entwicklung der letzten 25 Jahre. Das mag de facto im Einzelnen gar nicht so sein, aber das Gefühl ist da. Nicht? Und jetzt in die Stadt zu fahren und das denen mal wieder zu zeigen, das will ich gar nicht von vornherein schlecht reden. Nicht? Außerdem fährt man natürlich in die Stadt, in der die Regierung sitzt. Also die alte Residenzstadt, also dort, wo regiert wird, auch heute nicht mehr der König, sondern heute eine demokratisch gewählte Regierung, aber dennoch dort den Protest anzubringen, ist doch nachvollziehbar. Aber machen wir es uns nicht ein bisschen zu leicht, dass wir sagen, das waren ja eigentlich gar nicht die Dresdner. Also wenn wir Dresdner das jetzt sagen, die kamen ja eigentlich aus dem Umland, war nicht doch am Anfang der Kern eher Menschen aus Dresden, die auf die Straße gegangen sind? Naja, also ich will da nichts schön reden oder beiseite schieben. Das Muster der Demonstration in Dresden hat sich eingeprägt. Das kennen wir seit ungefähr 15 Jahren vom 13. Februar, dort wo eine rechte Demonstration auftritt. Dort entsteht auch bald eine linke Gegendemonstration. Dieses Muster ist bewährt. Das nimmt man dann auch gerne in Anspruch. Die Stadt bietet wunderbare Bilder. Da gibt es also eine Silhouette, vor der man gern demonstriert. Nein, in Gänze bleibt es mir dann doch immer noch ein wenig unerklärlich, aber es gibt eine Reihe von Gründen, wenn man die zusammennimmt und addiert, dann kommt man am Ende auf Dresden als Ort solcher Demonstrationen. Letzte Frage, wie wird es aus Ihrer Einschätzung, in Ihrer Einschätzung weitergehen mit Pegida bzw. dem, was sich jetzt ausgegründet hat? Glauben Sie, dass das Phänomen weg ist, dass die Luft raus ist? Glauben Sie, dass es in anderer Form weitergeht? Oder in einer neuen, in einer Parteiform? Was ist Ihre Einschätzung? Also wir haben 25 Jahre nach der Wiedervereinigung eine Politisierung erlebt, wie ich sie seither nicht mehr erlebt hatte.
Das kann etwas Positives sein. Das ist etwas Positives, auf jeden Fall ist es nichts Negatives. Menschen diskutieren plötzlich, Menschen machen sich politische Gedanken. Das heißt, eine Wohlfühlstimmung, die bei manchen Wahlkämpfen schon stattfand, ist abgelöst worden durch eine politische Debatte. Das kann uns auch gefallen. Nun ist die Frage, wie geht es mit den Demonstrationen weiter? Das weiß ich nicht. Ich vermute, das wird in der Höhe nicht durchzuhalten sein. Aber die politische Substanz, die in dieser ganzen Demonstration zum Ausdruck gebracht wurde, die bleibt. Und die gilt es jetzt positiv aufzunehmen. Das sind alle, die im politischen Geschäft unterwegs sind, gefragt. Also vor allen Dingen die Parteien, aber auch eine Einrichtung wie meine, diese Themen aufzunehmen und sie zu diskutieren und damit auch zu qualifizieren. War die Einschätzung von Frank Richter, dem Direktor der Landeszentrale für politische Bildung. Herzlichen Dank, dass Sie mir Rede und Antwort gestanden sind. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg mit der wichtigen Aufgabe der politischen Bildung in Sachsen. Die ist überall wichtig, aber in Sachsen ist sie besonders wichtig. Ihnen danke ich recht herzlich fürs Zuschauen. Kommen Sie wieder zu Dresden 1 TV und in Medias Res. Auf Wiedersehen.